Wir schauen uns jetzt das Schmutzvideo von C-Max an. Ich meine das Video von C-Max, ne? Wir wollen ja nicht voreingenommen sein. Ihr wollt es unbedingt sehen. Mit C-Max hier überhaupt los ist. Hate von anderen YouTubern. Das ist ja eine Sache, die mich auch betrifft. Wir schauen mal rein. Let's go. Und zwar wollten wir über dieses Apartment hier reden. Denn wie die meisten mitbekommen haben, haben sich manche YouTuber das Recht genommen, einfach unsere Adresse zu leaken. Also wie ihr wisst, wir wohnen seit 3 Wochen in Barcelona und haben im ersten Video aus Barcelona gesagt, hey, die Roomtour kommt morgen. Hat nicht so geklappt, denn das Umzugsunternehmen kam direkt am nächsten Tag, also an dem Tag, wo wir es für euch abdrehen wollten, und haben halt 30 Kartons und was auch immer, alle Kartons. Sachen einfach in unser Haus geklatscht und dann dachten wir uns, okay, wir müssen erstmal das komplette Haus fertig machen, alles einräumen, alles auspacken, dann können wir die Roomtour erst drehen. Und für die Leute, die jemals in ihrem Leben schon mal umgezogen sind, wissen, wie hart ein Umzug ist, vor allem in ein anderes Land. Und dann finde ich es halt einfach, ehrlich gesagt, einfach nur asozial, dass sich Leute, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, das Recht rauszunehmen, zu uns zu sagen, hä, ihr seid gar nicht ausgewandert, ihr lebt nur für 2 Wochen hier. Leute, wir haben 3 Monate bis auf diesen Umzug hingearbeitet. Wir haben, ich habe geheult, uns ging schlecht, wir waren die ganze Zeit so überfordert, vor allem mit einem Hund noch die ganzen Versicherungen zu machen, abzumelden, und dann kommt irgendein Volldepp, sorry, kann ich nicht anders sagen, der 30 Abonnenten auf YouTube hat, denkt, geil, neues Video, ich expose jemanden. Ich fände es so nice, dass C-Max gerade, das ist no front, aber gerade die Fresse hält und sie alles hier, Real Talk, ganz ordentlich, ganz gut aufklärt. 1:1 richtig, Digga, und sie hat damit recht. Einfach komplett ins Lächerliche ziehen, so, wenn mein Vater hat diese Videos gesehen und hat gesagt, er schämt sich für diese Gesellschaft in Grund und Boden. Er schämt sich, weil er weiß, wie es uns ging. Wie oft wir bei ihm am Tisch saßen und nicht weiter wussten, weil wir so oft gestruggelt haben wegen dem Auswandern. Und ihr Debs, also wirklich, ja, ich kann es nicht anders sagen. Es ist mir auch egal, ob ich jetzt unsympathisch bin. Nein, die haben recht. Jeder hat ein Persönlichkeitsrecht und jeder sollte selber entscheiden, ob er seine Adresse öffentlich macht oder nicht. Und obviously macht man das als Person, die in der Öffentlichkeit steht, nicht. Egal, ob man im Ausland wohnt oder nicht. Es geht ja jetzt auch keiner hin und sucht heraus, wo Simon ungewohnt, macht darüber ein Video. Das wurde nur gemacht, um ihm wieder eins reinzuwürgen. Er hat Scheiße gebaut, ja. Aber man muss doch nicht hingehen. Also, auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, so unsympathisch er vielen Leuten erscheint, in diesem Moment ist er das Opfer hier und das ist nicht cool. Ihr Vollidioten, nicht alle natürlich, so die Leute, die unsere Adresse geleakt haben, so, die haben nichts Besseres zu tun, uns das Leben schwer zu machen. Okay, Simi ist nicht der Beliebteste, okay, ich bin auch nicht die Beliebteste. Okay, vielleicht gefällt euch unser Content nicht, vielleicht feiert ihr Fortnite nicht, so was wir vorher gemacht haben. Aber das ist kein Grund, ja, safe, uns wegen jedem safe. Müll anzugehen. Safe. Ein für alle Male ist so. Selber schuld, Karma ist komplett falsch, Digga. Das ist falsch. Zu haten. An der Stelle für Fortnite. Aus Prinzip zu disliken. Junge, die Dislikes, die jucken mich nicht. Die Kommentare, die ihr schreibt, die jucken mich nicht. Ich sitz da, lache über euch, dass ihr euch die Mühe macht, diese 2 Minuten aus eurem Leben verschwendet, um einfach ein asozialer Mensch zu sein. Ich lache darüber. Wir genießen unser Leben. So. Wo ist C-Max gerade eigentlich? Aber was absolut nicht geht, ist unser Leben gefährden. Ich kriege Drohnachrichten, dass mir Leute meine Adresse, die genau schreiben und sagen, ja. Ich finde, sie übertreibt. Nein, sie übertreibt nicht, weil wenn man sich einmal in die Situation versetzt und ich weiß, wie es ist, wenn eine Adresse öffentlich ist, UFO, YouTube-Haus, wir hatten ständigen Kopffick mit Leuten vor der Tür, dauernd waren Leute da, dauernd sind uns Leute auf den Sack gegangen und, ja? Und die waren ständig präsent und haben geschrien und gerufen, aber der Unterschied ist, das waren Fans, das waren Leute, die uns so fanden, die fanden uns gut. Die wollten mit uns Fotos und wir waren ihre Idole und so weiter und so fort. Das ist schon nervig gewesen. Aber hier ist das eine andere Sache. Das sind Leute, die hassen den. Das sind Hater. Das sind Leute, die disliken. Die sind Leute, die ihm vielleicht sogar oder den beiden irgendwie gefährden wollen und so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ein großer Unterschied. Das ist was ganz, 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 ganz anderes. Das kann man nicht mal vergleichen. Das ist wirklich eine Sache, die absolut nicht klar geht.
ich komme nach Barcelona, ich steche euch ab und sowas. Leute, es geht zu weit, egal ob es ernst gemeint ist oder nicht. Ja. Diese Sachen gehen absolut zu weit. Ja, und safe. Die Krönung kommt jetzt noch. Und jetzt kommt halt der Punkt, den Ellie meinte, wegen euch musste unser zweiter Hund, den wir uns geholt haben, Icy raus aus dem Haus. Was? Weil wir haben mit dem Vermieter, auch wenn da bei dem Airbnb-Eintrag stand, dass keine Haustiere erlaubt sind, wo voll viele das als Kriterium gesagt haben, dass sie deswegen unsere Adresse leaken, weil wir ja einen Hund dabei haben, seid ihr irgendwie komplett auf den Kopf gefallen, geht's euch nicht mehr geistig gut. So, wir haben das mit dem Vermieter abgeklärt, dass wir einen Hund haben dürfen, auch wenn es ein Designerhaus ist. Weil wir eine Versicherung für Taro haben, wenn er Schäden anrichtet. Und dann haben wir uns quasi auch noch Icy geholt. So viele von euch haben dem Vermieter gesagt, ja... Einfach angerufen. Wie Digga, kann man so ekelhaft, die Nummer so asozial. Vom Vermieter, nicht mal von der Vermittlung, einfach den Vermieter höchstpersönlich anrufen und belästigen. Ja, belästigen. Junge, und sagen, what ja, the fuck? Die machen YouTube und die zeigen das ganze Haus und die haben sich noch, und die haben zwei Hunde und dies und das. Und das ist so widerlich, das ist so widerlich, dieses so, dieses Hingehen und dann nochmal überspitzt, so, yo, jetzt ficken wir den richtig, Digga, was soll das denn, Alter? Kommt mal klar auf euer Leben, was ist denn mit euch, Alter? Wie kann man denn so zurück sein? Wie kann man denn so verwirrt sein, Alter? Also ich bin kein Z-Max-Fan, wahrlich nicht, das wisst ihr, ne? So, ich stehe dem Dude immer kritisch gegenüber und sowas. Aber Bro, wie kann man denn so unglaublich asozial, so ein Wichser sein und dann hingehen und versuchen, wirklich alles zu machen, damit sein Neuanfang bloß nicht gelingt und ihn so zu ficken? Also, Junge. Junge. Und da ist einfach der Punkt gekommen, wo er so viele Anrufe, wo sie so viele Anrufe bekommen hat und uns tatsächlich angerufen hat und hat gesagt, morgen ist der zweite Hund weg. Leute, krass. Die müssen wegen euch Icy weggeben. Ey, die haben sich einen Hund gekauft, die lieben das Tier. Die müssen jetzt das Tier einfach, die verlieren jetzt das Tier. Junge, was? Was? Digga! Auch wenn der mit Scheiße geworfen hat und da Blödsinn gemacht hat. Der Dude wollte einfach in ein neues Land. Der hat mit Kacke geworfen. Das berechtigt doch nicht, sein komplettes Leben einfach zu ruinieren. Seid ihr eigentlich alle geistig, Digga? Wie kann man so ehrenlos, wie kann man so ekelhaft, wie kann man so pietätslos sein? Oh mein Gott, Junge. Größter Schmutz unter meinen Fingernägeln an diese Leute. Ich schäme mich wirklich, Alter. Ich schäme mich, Digga. Die lieben das Tier nach einer Woche. Digga, hast du dir schon mal einen Hund gekauft? Wenn man sich einen Hund kauft, dann hat man eine Entscheidung, Alter. Dann hat man eine Entscheidung getroffen, dieses Tier in sein Herz aufzunehmen. Man liebt das Tier von Tag 1 an. Man baut eine Bindung auf. So. Quasi hätten nicht so viele angerufen und hätten sie nicht genervt, hätten wir Icy behalten dürfen. Aber dadurch, dass quasi so viele sie genervt haben, dachte sie sich, nee, ein Hund reicht schon. So, den zweiten Hund will ich nicht. Und so mäßig, so was posten die das überhaupt im Internet, dass sie sich einen zweiten Hund holen? So, keine Ahnung, dass Leute... Was ist doch ihre private Sache, wenn sie das machen wollen? So, ich könnte jetzt wieder anfangen zu heulen. Deswegen wohne ich in einer zweiten Wohnung, bis wir halt ein Zuhause für Icy gefunden haben, weil der Hund raus muss. Und ich wohne jetzt dank euch in einer zweiten Wohnung, wir müssen im Monat wieder Geld ausgeben dafür. Es geht nicht mal um dieses Geld. Ja, es aber geht trotzdem darum, einfach ums Prinzip, dass ich wegen euch ausziehen musste, nur damit Icy nicht in dem Haus ist. Junge, krank. Einfach nur krank, wirklich. Das ist so asozial. Es ist so asozial. Es ist einfach. Er hat. Belästigt irgendwelche... Privat nicht in Internet stellen. Nein, aber es ist deine private Entscheidung gewesen. So. Und es wäre niemals ein Problem gewesen, wenn diese ganzen Hater da nicht so angerufen hätten und so Elbshit gegangen wären. Wisst ihr, was ich meine? Da hätte sich keiner gemeldet, wäre nichts passiert. Und ich kann mir den Kopfweg jetzt vorstellen, weil er wird die Miete für dieses Jahr, wo er gemietet hat, im Voraus gezahlt haben. Das heißt, er hat keine andere Möglichkeit, als jetzt zu gucken, dass er den Hund wieder weggibt. Wie unfair, Digga, wie unfair. Das ist aber auch bei Trimax so, bei seiner Reaction mit seinen irrelevanten Freunden, die daneben sitzen und versuchen, auf Krampf lustig zu sein. Ah, okay, Brudi, Z-Max, jetzt ganz ehrlich, lass deine Freunde widersprechen, du bist gerade wieder ein bisschen zu emotional.
Ellie hat das hier, ich glaube, sie heißt Ellie, oder? Ellie hat das hier deutlich rationaler erzählt. Aber ja, wobei, eigentlich hat er recht. Rumatra ist scheiße irrelevant, das stimmt schon. Fühlt euch bitte angesprochen, wenn ihr das Video ansieht. Ja, eine Bitte habe ich. Konstruktive Kritik. Revi und KuchenTV sind so die einzigen, die korrekt sind. KuchenTV, bester Meinungsblogger, den ich je gesehen habe. Der zählt einfach die Fakten auf und sagt, was Sache ist und versucht nicht auf Krampf lustig zu sein. Und Revi schreibt mir einfach privat und versucht es zu klären und ist einfach korrekt und versucht zu verstehen, wieso ich so handle. Digga, das hat nichts, ihr checkt das alle nicht, ihr checkt das wirklich alle nicht. Immer diese dumme, oh, wie ihr jetzt wieder Arsch kriegt, bla 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 bla. Diese dumme Mentalität, die euch irgendwer vorlebt von wegen, ja, Digga, das Konzept von Ehre funktioniert für mich so und so und so. Ey, er kommt zu mir an, ich bin erwachsen genug und er auch, ja, dass wir das Ding erwachsen klären. Es hat nichts damit zu tun, dass ich Simex in den Arsch krieche oder er mir. Wir sind einfach dahin gegangen und haben das im Privaten geklärt. Wir haben das im Privaten geklärt, wie das vernünftige Männer machen, Digga. Wir machen das so, wie vernünftige Männer das zu klären haben. Wir müssen daraus nicht einen riesen Beef machen oder lutschen uns gegenseitig Schwänze. Das hat nichts damit zu tun. Ich bin aber als einziger in der Lage gefühlt, zu verstehen, dass Menschen sich ändern können und gebe eine zweite Chance. Checkt ihr, was ich meine? Und dann gibt es halt andere Leute und die kann ich auch gerne in den Topf werfen, wo ich mich frage, bei einem Monte, Digga, zum Beispiel auch, Bro, warum gehst du denn und trittst nochmal drauf? Was juckt dich das, was er macht? Wieso gehst du dann nochmal hin und trittst nochmal drauf? Was hast du davon? Ich hab doch keine Angst vor einem Simex, Digga. Ich hab doch keine Angst davor. Ich muss nur nicht irgendwie gucken, dass ich Hauptsache auf den größten Hate-Train mit draufspringe und sage, ja, Digga, das ist so und so und so und so eine Missgeburt. Und ich denke mir so, what the fuck? So, warum muss ich da jetzt noch oben drauf jumpen und ihn mithaten? Was hab ich denn davon, wenn ich die Sache persönlich mit ihm privat geklärt habe? Das hat nichts mit Schwanzlutschen oder sonst was zu tun. Das ist einfach eine vernünftige, erwachsene und reife Herangehensweise in meinen Augen. Ich check das nicht, Digga. Ich bin weder mit Simex befreundet, noch werde ich hundertprozentig hinter ihm stehen, wegen seinem Content und seiner Historie, ja? Aber so ein hasserfülltes Leben, Digga, wie gerade jemand im Chat schreibt, ist doch nicht geil. Dieses, yo, ich muss jetzt da nochmal nachtreten und, oh, jetzt hat er schon wieder das gemacht und er hat das gemacht und er hat das gemacht. Warum? Guck mal, nochmal, der Dude, der zieht ins Ausland, will ein neues Leben anfangen und so weiter und so fort. Und alle sehen wieder eine Content-Grube und sagen, ja, ich gehe jetzt nochmal hin und schlag nochmal mit drauf und solidarisiere dich mit den Hatern. Junge, es gibt eine Grenze. Es hat nichts mit 20.000 Chancen zu tun. Sollte er jetzt nochmal in die Scheiße greifen, dann ist das für mich auch durch, das Digga. Dann ist das für mich auch durch. Ich bin nur so weit, dass ich ein Stück weit nachvollziehen kann, aufgrund seiner Herkunft und Historie. Und er hat mir sehr, sehr viele Sachen geschrieben, die ihr einfach nicht wisst, ja? Die extrem relatable und nachvollziehbar sind, ja? Er hat mir erklärt, warum Dinge so sind, wie er ist. Und das ist nicht in Ordnung. Bro, er hat Leute mit Scheiße beworfen. Was ist mit dir? Digga, berechtigt das, sein komplettes Leben zu ficken? Hast du noch nie einen Fehler gemacht? Also, ich check das nicht. Ich verstehe wirklich nicht, warum man dann wirklich so verhasst, so cancermäßig da draufsetzen muss und sagen muss, ah, ich muss jetzt nochmal richtig schön rein und er hat Scheiße gebaut, er hat seine Abstrafung bekommen in Form von Dislikes, einer Menge Hate und so weiter und so fort. Und ich brauch bei einem Simex nicht lutschen, Digga. Ich brauch bei einem Simex nicht lutschen. Der einzige, wo ich lutsche, ist mein eigener Schwanz. Den nehme ich tief in den Mund, weil ich es geil finde. So, aber ich muss doch nicht bei einem Simex lutschen, Digga. What the fuck? Chat, ich hab doch genügend Follower und Reichweite und alles selber. Wo muss ich bei irgendwem lutschen, Digga? What the fuck? Also, ich check das nicht. Ich sage hier nochmal meine Meinung. Der Bro hat absolut reingeschissen und er hat richtig fett Scheiße gebaut. Trotzdem heißt das noch lange nicht, dass man jetzt hingehen muss und diesem Typen das Leben komplett zur Hölle macht. Niemand hat das verdient. Niemand. Punkt. Der hat jetzt genug durchgemacht. Lass den einfach leben. Lass den von mir seine Vlogs machen. Gut ist. Ich check's nicht, Alter.
Und dann dieses, ich verliere sämtliche Achtung, weil ein Mensch einmal einen Fehler gemacht hat und einmal eventuell etwas Falsches getan oder sich dumm geäußert hat. Nochmal, Leute, jeder hat Fehler gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, wie schnell sowas im Internet geht. Und solche Sachen werden durch Streamer und andere Leute angefacht, die sich nochmal dazu adden. Ihr müsst euch vorstellen, diese Geschichte, ey, gutes Beispiel, passt auf, mach mal wieder Submode hier aus, ich will hier alles lesen, scheiß drauf. Wir lassen alles zu, komm, ich will mich jetzt in eine vernünftige Diskussion stellen. Passt auf, als sie diese ganze Geschichte hatten in Madeira, ja, da habe ich mich auch komplett dumm verhalten, weil ich getrübt war durch den Blick, weil ich gedacht habe, Abdel ist ein Kollege von mir, also muss ich ihm den Rücken stärken. Ich habe komplett ausgeblendet und war sehr, 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 sehr voreingenommen und nicht objektiv genug. So, ich habe dafür eine Menge Shit und eine Menge Hate bekommen. So, und ich habe wirklich mich mit dem Hate auseinandergesetzt. Das ist nicht nur ein Hurensohn, sondern da waren auch Leute, die in solchen Geschichten da geschrieben haben, ich töte deine Mutter, ich enthaupte deinen Vater, bla 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 bla. Und das wurde angeheizt von Streamern und anderen Content-Creatern, die gesagt haben, ja, Digga, er ist jetzt dein Buhmann, das Team hat verloren, also fick dieses Team. Wo ich mich so frage, wo seid ihr? Wo seid gerade ihr, diejenigen, die sich da jetzt irgendwo als Richter äußern dürfen und sagen, top oder down, ihr dürft jetzt entscheiden, ob jemand im Internet jetzt Shit bekommt oder nicht. Wo? Wo? Was gibt euch, die selber den ganzen Tag nur Scheiße labern, den ganzen Tag wirklich nur Rotze erzählen, Alter, und selber wirklich das Maul nicht voll bekommen teilweise und sich selber genauso asozial verhalten und von Doppelmoral getränkt bis zum fucking geht nicht mehr sind, ja? Was gibt euch das Recht dazu, zu urteilen über andere Menschen? Ich check's nicht. Und das ist hier genau das Gleiche. Jeder von uns macht Fehler und andere Menschen werden anders bestraft. Es gibt Leute, die bauen sehr, sehr viel Scheiße und bei denen wird gesagt, ja, das ist halt seine Art oder ihre Art, der oder die ist halt so, bla 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 bla. Das kann man aber nicht verargumentieren, das kann man nicht ständig machen. Da wird 200 Mal gesagt, ja, das ist halt die Art, das ist halt so. Und er baut Scheiße und direkt heißt es, und jetzt ficken wir ihn komplett. Verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich, Digga, jeder macht Fehler, jeder kriegt seinen Hate im Internet, jeder kriegt hier sein Fett weg, ja? Und wir alle sollten mal ein Stück weit reflektieren, dass mit unserer gottverdammten Reichweite auch ein Stück weit Verantwortung kommt. Und wir nicht jedes Mal hingehen müssen und jedes kleine bisschen, nochmal, Scheiße werfen ist ein großes Abfuck-Ding, ja? Aber dass wir jedes kleine bisschen jetzt bis ins Groden, ins Bodenlose tot haten müssen, das verstehe ich nicht, Digga. Das verstehe ich nicht. Jeder von uns hatte schon einen Skandal. Jeder wird für irgendwas angefuckt. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, jetzt appelliere ich an meine Kollegen, Homies, Streamer, Freunde, was weiß ich. Ich sag's euch, bitte, bitte, denkt auch immer wieder daran, dass jede kleinste Äußerung, ihr seid fette Meinungsmacher, dass jede kleinste Äußerung von euch ganz, ganz schnell dazu führen kann, dass Personen in ihrem Leben extrem unglücklich sind. Und das geht weit hinaus über Hate, weil Hate ist eine Sache, die prallt an vielen Leuten ab. Ich bin das gewöhnt, ich mache das jetzt seit 8-9 Jahren und ich hatte schon so oft Hate, Digga. Ich weiß, dass mich sehr viele Leute da draußen nicht leiden können. Das bin ich gewöhnt, das ist so. Jeder hat Menschen, die irgendwie, ne? Jeder hat irgendwie so Leute, die ihn nicht mögen. So, das ist so. Da gewöhnt man sich dran. Aber es gibt halt Menschen, die nimmt das krass mit und den fickt den Kopf und die haben dann keinen Bock mehr darauf. Ja? Also, bitte seid euch immer ein Stück weit, egal wie empört oder wie sauer oder wie erzürnt ihr gerade durch eine Aktion von jemandem seid, immer in der Wortwahl relativ bedacht zumindest ein Stück weit, dass jedes einzelne Wort, was ihr sagt, dazu führen kann, dass ein Mensch dadurch extrem leidet. Sogar außerhalb des Internets. So. Und jetzt schauen wir weiter, Digga. Und macht dann auch korrekte Reactions, weil er ganz genau weiß, wie viel Aufmerksamkeit er durch mich bekommt. Ja, Digga, ich krieg auch dadurch meinen Hack und meine Views. Aber momentan muss ich ganz ehrlich sagen, Digga. Diese Geschichte, diese Simex-Sache, die mache ich weder für die Klicks noch für sonst was, sondern einfach aus einer moralischen Überzeugung, zumindest gerade, ihr habt es gehört, ich würde doch jetzt nicht einfach 20 Minuten Real Talken für nichts, weil es mich teilweise abfuckt, weil ich mich teilweise wirklich frage, wie könnt ihr alle so verblendet sein und Hauptsache nochmal nachtreten, Digga. Und ich lasse die Videos nicht claimen, dass ich zum Beispiel sage, ey, nee, ich will die Einnahmen dafür bekommen, weil es ja mein Content ist. Oder ich lasse sie nicht striken. Mir ist es komplett egal, ich gönne jedem seinen Hack.
Bro, das, was Siemens seit Jahren abzieht und es ist nur zweimal Siemens ein Stück Scheiße und jetzt in Zustand provoziert. Siemens hat sich komplett asozial verhalten, komplett, weiß ich. Siemens baut durchgehend Scheiße und wird dafür durchgehend kritisiert. Aber jetzt scheint es ja so, als hätte er zumindest neuen Content für sich entdeckt und hat verstanden, dass es auch vielleicht ohne Clickbait funktioniert. Dann baut der Kacke nochmal, weil er es vielleicht nicht anders kann, weil er nur Scheiße bauen will oder nicht anders kann, vom psychischen Ding her. Und wird dafür geisteskrank abgestraft und ihm wird nicht die Chance gegeben. Das finde ich schade. Das finde ich schade. Aber wenn dann so ein Trimax kommt, der sogar im Video die Adresse liegt im Twitch-Stream vor 20.000 oder 30.000 Leuten. Das ist nicht okay. Das ist gar nicht okay. Versucht komplett brandsafe zu sein. Das sind auch wieder, das sind auch wieder so Sachen, wenn irgendwer sagt, ah, Digga, geh Siemens Schwanzlutschen, bla bla bla. Das Einzige, was ihr mit so einer dummen und irreflektierten Äußerung macht, ist euch einer vernünftigen und sachlichen Diskussion zu entziehen. Und ich schwöre es euch, bei Gott, mit sehr vielen Leuten, mit Kollegen und Homies hier auf dieser Plattform Twitch, kann man gar nicht sachlich diskutieren. Die haben ihre Meinung und die kommen davon gar nicht weg. Das bringt überhaupt nichts. Und dann heißt es wieder im Chat, Omega lol. So, wisst ihr, was ich meine? Das bringt dann gar nichts. Da brauchst du gar nicht erst diskutieren, Digga. Dann sagen die einfach, ja, okay, lutsch deinen Schwanz. Und das ist es dann für die. Das ist dann, ja, hier, King, ich hab's Argument gewonnen. Warum? Weißt du, tretet dann auf Leute drauf, die komplett auf dem Boden sind und macht das mit der Adresse nochmal. Das ist Cybermobbing. Das ist Cybermobbing. 900.000 Menschen haben dieses Video gesehen, wo man unser Haus drin sieht, in welchem Ort das in Barcelona liegt. Ich will nicht wissen, wie es... Leute, jetzt! Es fliegt niemand so. Aber was ist im Sommer? Wir haben neue Sehenswürdigkeit. Wir haben das Haus für einen langen Zeitraum gemietet. Wir sind nicht nur 2 Wochen da drin. Wir haben so viel, über 20.000 Euro. Nein, ich muss das jetzt einfach sagen, auch wenn man nicht über Geld spricht. Wir haben über 20.000 Euro, beziehungsweise eher... Für die Leute, die... Da sagst gerade jemand im Chat, wie viele hier nicht differenzieren können, dass Rewe nicht Siemens und sein Handel wie Scheiße werfen verteidigt, sondern es gerade einzig darum geht, dass es nicht rechtfertigt, seine Adresse zu leaken. Ich, nochmal, ich werde niemals sagen, Siemens ist ein Ehrenmann. Ich werde nicht sagen, dass ich seine Aktion, sein Clickbait oder sowas verteidige. Mir geht es einzig allein darum, dass Kollegen und Leute auf der Plattform hier verstehen, dass jedes Wort von ihnen auf eine Goldwaage gelegt wird und sie aufpassen müssen, wie sie sich äußern und sehr viel Hate kanalisieren können. Es geht mir einzig allein darum, abgeschlossen um diese Geschichte, die gerade passiert ist. Diese Sache ist nicht in Ordnung. Ja, aber du machst das hier in der falschen Person fest. Rewe wirkt, als wenn du sein bester Freund bist. Ich gebe einen Scheiß drauf, ich bin nicht sein bester Freund. Aber im Chat verstehen das hier manche Leute immer noch nicht. Mir geht es darum, dass diese Aktion mit Adresse leaken und sein Leben ficken zu weit geht. Punkt aus. Mich immer mobben, dass ich nur wegen Geld da bin und eh nichts zahle. So, aber so über 20.000 Euro wurde ausgegeben, damit wir dort in dem Haus über ein halbes Jahr oder länger wohnen können. So, und im Sommer, Juni, Juli, August, wir werden so die Hölle heiß bekommen. So. Aber ich sag euch ganz ehrlich, bis dahin werden wir wieder durch diese Videos so viel verdienen. Bro, falscher Ansatz, ganz falscher Ansatz, sehr unsympathisch. Bis es überhaupt dazu kommt, sag ich euch ganz offen und ehrlich, ich tu dieses Geld sowas von einfach denen schenken. Ich sag, ey, wir haben zwar für ein halbes Jahr gemietet, sind ja erst 2-3 Monate. Und dann holen wir uns, dann holen wir uns etwas anderes, was nicht bei Airbnb überhaupt drin ist. Ja, macht es so. Ist eine sehr blöde Art, das jetzt zu kommunizieren, aber ich gette, was er damit sagen möchte. Weil das war irgendwo auch unser Fehler, dass wir nicht nachgeschaut haben, ob man das irgendwo finden kann. Trotzdem muss man nicht die Dreistigkeit besitzen. Ja, das und geht so gar lieben. Nicht. Das ist, so, das ist aber, Cybermobbing. Und schau mal, das Ding ist, bevor es überhaupt so weit kommt, bevor wir überhaupt diesen Stress haben, wir werden da ausziehen. Ja, wir werden auch nie wieder eine Roomtour hochladen. Wir werden auch nie wieder irgendwie unser Haus hängen oder sonst was. Weil eine Sache ist es, jemanden nicht zu mögen. Es ist auch eine andere Sache, das Video zu disliken. Auch noch eine andere Sache ist es, einen Kommentar zu schreiben, hey, ich feier dich nicht, du bist Trash. Okay. Das ist einfach Kritik, das ist einfach Freiheit. Aber Morddrohungen, das ist keine Meinungsfreiheit. Das ist halt genau das. Ich stelle mich, wie gesagt, nicht hinter ihn oder vor ihn, hinter seinen Content oder hinter die beiden und beschütze jetzt irgendwas. Aber es gibt einfach Dinge, die gehen zu weit. Klar, hinter 90% der Morddrehungen
Drohungen steckt ein Scheißdreck so, da steht nichts hinter. Aber es gibt immer ein paar Prozent, die sich zu sehr da reinsteigern und du weißt nie, zu was irgendwer fähig ist. Man weiß das nie. Und Meinungsfreiheit zu sagen, der Typ, der verdient es, dass seine Adresse geleakt wird. Wir haben 2 Wochen nichts gesagt. So. Ja, aber weil wir einfach drüber nachgedacht haben und einfach alles Gott, gerade, dankeschön. Uns ging's so schlecht? Warum kam 2 Wochen nichts? Junge, wir haben 3 Monate darauf hingearbeitet, dachten, unser Leben ist jetzt so wieder gut, weil wir beide an einem Tiefpunkt waren. Und ihr kommt dann, für ein paar Klicks kommen irgendwelche YouTuber. Und machen unser Leben so kaputt, so, keine Ahnung, das ist... Und ey, das ist natürlich jetzt auch wieder, viele würden sagen, bla 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 bla. Die stecken sich jetzt in die Opferrolle, aber in dem Moment sind die hier gerade Opfer. In dem Moment sind sie gerade Opfer und ich kann mir vorstellen, weil die beiden das in dem Ausmaß einfach nicht gewöhnt sind und das einfach nicht kennen. Siemens kennt Hate, aber wahrscheinlich nicht wissen, was da auf sie zukommt. Die haben vielleicht wirklich Angst um ihr Leben und sind jetzt erstmal geistig gefickt. Versuchen quasi, wenn man schon ganz am Boden liegt, nochmal richtig draufzutreten. Und da denke ich mir so einfach nur, ey, findet ihr das jetzt mal an die YouTuber, die jetzt hier drauf auch reagieren? Ihr seid der Grund dafür, wieso unsere Adresse so publik wurde, wieso wir nachts schlecht einschlafen und Angst haben müssen, dass irgendwelche Psychopathen kommen und wirklich uns abstechen. Findet ihr das wirklich gut? Das ist das Ding. Das klingt super dumm und es wird auch nicht passieren. Aber du weißt halt nie, wie sich Leute gerade in dieser Zeit, Digga, dass sie überhaupt durch so ein Thema diskutieren und reden, Alter, ist schon so lost. Du weißt aber nie, was irgendwer, der gelangweilt ist, im Lockdown macht. Wisst ihr, was ich meine? Also, keine Ahnung. Ein paar hunderttausende Klicks für ein paar tausend Euro auf unseren Nacken, die ihr gemacht habt. So ein ganzes Video über 30 Minuten schneiden, cutten, alles machen, aber eine kleine Nachricht an ihn oder an mich zu schreiben, hey, ist es so, wie alles gesagt wird? Hey, soll ich das? Klar, natürlich macht man nicht als YouTuber. Man reagiert drauf, man macht seinen Content, man verdient sein Geld, okay. Aber bei so einem ernsten Thema, wo es wirklich um die Privatsphäre und die Sicherheit eines anderen Menschen geht, dann schreibt man der Person, wieso lügst du deine Fans an? Und dann hätte er schreiben können, hier, unser Mietvertrag, hier, das, hier, Bilder vom Umzugs... So, ich weiß, dass es nicht korrekt war, was ich gemacht habe. Ich weiß, dass ich provokante Aussagen bringe, um euch noch mehr zu triggern. Der Bro ist todesunsympathisch, wie gerade jemand im Chat sagt. Aber das rechtfertigt noch lange diese ganzen Auswirkungen nicht, ja. Aber muss ich dann damit rechnen, dass meine Art... Die Person des öffentlichen Lebens labert von Privatsphäre. Brainlag, bist du, Digga, dein Name passt ja sowas von krank zu dir, Alter. Holy shit, Digga, du heißt sogar Brainlag. Das heißt, du hast erstmal selber verstanden, dass du wirklich geistig ein bisschen nach hinten bist, Alter. Digga, als würde eine Person des öffentlichen Lebens gleichzeitig wie ein Kirmeskarussell sein, was man die ganze Zeit anfassen und ständig Zugang zu haben muss. Eine Person des öffentlichen Lebens ist im öffentlichen Leben im Fokus, hat aber trotzdem noch ein Privatleben. What the fuck? Wie kann man so... Adresse geleakt wird? Dass man abgestochen wird? Dass man Morddrohungen bekommt? Muss man damit rechnen? So, findet ihr das? Das ist nicht normal. Findet ihr das normal? Wollt ihr in der Situation sein? Monte hat doch geschrieben, ich rede doch auch gar nicht von Monte jetzt, ich rede doch jetzt gar nicht von Monte privat oder sowas. Es sind nur mehrere Leute da drauf gewesen, die sich da wirklich asozial reingesetzt haben. Die wirklich hingegangen sind und das Ganze nochmal vertausendfacht haben. Ich denke nicht. So. Ich habe doch jetzt auch gar nicht nur Monte damit angesprochen oder Trimax oder sonst was. Das war eine generelle Aussage an alle Leute. Ich habe dafür keine Worte. Und ich bin am Überlegen, ob ich überhaupt nochmal in dieses Haus zurückgehe. Weil ich bin seit gestern... Ich bin sogar schon in einer anderen Wohnung. Ja, so Ellie hat einfach komplett Angst. Ich bin so, hey, wenn er kommt, ich habe genug Sachen zu Hause, um mich zu wehren, wenn jemand kommt, so, weißt du? Allein, dass wir uns überlegen, uns eine Waffe zu holen, so. Ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Das ist... Ich denke, Prinz Robert lässt ihn leben. Leute, das sollte nicht sein. Ja. Und das ist keine Nachricht an die Leute, die uns schreiben, ja, wir stechen euch ab und dies und das können wir eh zum Teil nicht ernst nehmen. Natürlich haben wir Angst so, klar, weil es gibt so crazy Menschen, aber das sind nicht die Menschen, die einem schreiben. So, wir wissen, die Leute, die uns schreiben, das sind so 13-jährige Lisas und Toms, so weißt du, die einfach uns abholen. Diese
Ja, Flodo, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich sollte man die Sache jetzt einfach ruhen lassen und aufhören, auf Simex zu reagieren. Glaube ich, das ist an der Stelle jetzt wirklich angebracht, damit das ganze Ding sich mal abkühlt. Nachricht geht an die YouTuber, die das Ganze erst publik gemacht haben. Weil ein Typ, der nur 20 Abonnenten hat und unsere Adresse rausgefunden hat, wie auch immer, und es in seine Instagram-Story packt, so, das juckt niemanden. Aber ein Trimax, der so viele Abonnenten hat, der so eine große Reichweite hat, Mobber der Nation. Egal, ob du irgendwas Negatives gesagt hast, einfach dieser Fakt, dass du unsere Privatsphäre gebrochen hast. Und das geht an alle anderen YouTuber. Als YouTuber musst du aufpassen, was du sagst. So. Das wissen wir auch. Aber wenn wir ein Stück... Ich hätte niemals gedacht, dass ich bei einem Video von Simex und seiner Freundin so sitze und Ellie und nicht shake my head, sondern tatsächlich ein Yo, Real Talk, hat recht. Aber ich muss da an der Stelle einfach zustimmen. Kacke werfen. Gut, der Mobber der Nation ist jetzt vielleicht ein Titel, der für Trimax nicht unbedingt zutreffend ist. Und das lustig finden, dann... Aber warte, dazu wollte ich noch sagen, ich habe nicht mal versucht, den Fahrradfahrer zu treffen. Du hast auf den Bus geworfen. Ich habe auf den Bus geworfen und daneben war ein Fahrradfahrer, den ich... Ja, Bro, jetzt versuch das damit zu relativieren. Diese Aktion war so oder so dumm. ...ich nicht getroffen habe. Hätte ich den Fahrradfahrer getroffen, der wäre höchstpersönlich umgedreht und hätte mir eine Faust gezogen und ich bin jetzt... Die hättest du an der Stelle auch dann massiv verdient. Nicht also muss ich ganz ehrlich sagen, fürs Scheiße werfen hättest du auf jeden Fall eine Faust verdient. Irgendwie... Das weißt du auch. ...unfähig, dass ich einen Fahrradfahrer treffe. So, wieso sollte ich auf einen Menschen werfen? Natürlich ist es nicht korrekt, auf einen Bus zu werfen. So, und natürlich haben wir da ein bisschen was getrunken und hatten einen Pegel, aber ich will gar nicht wissen, wie viele von euch privat irgendwelche räudigen Sachen gemacht haben. Ja. Und das kam halt nicht an die Öffentlichkeit. Natürlich habe ich eine Vorbildsfunktion. Drauf geschissen, worauf du geworfen hast. Du hast mit Scheiße geworfen, ob es jetzt ein Bus oder Fahrradfahrer ist. Ist doch scheißegal, Digga. Die Aktion war dumm. Und das hätte nicht sein müssen. Ganz einfach, das weißt du auch. Versuch das jetzt nicht zu relativieren. Und das ist so ein Thema, worüber man unendlich reden könnte. Nein, ist kein Thema. Du hast Scheiße gebaut, du hast Scheiße geworfen, Hals, Maul. Du hast deine Strafe bekommen, Punkt. Bin euch ganz offen und ehrlich. Jeder YouTuber, der auf dieses Video hier reagiert und es versucht, schlecht zu reden, bis auf ein Kuchen-TV, so, weil der geht immer sachlich an die Sache ran, ohne voreingenommene Meinung. Bis auf den nehme ich eh keine Meinung ernst und ich glaube Ellie auch nicht, weil die anderen versuchen einfach nur auf Krampf lustig zu sein und versuchen einen zu exposen oder zerstören, wo ich mir so denke, kommt doch erstmal in diese Position oder argumentiert einfach sachlich und ach, das ist... Das Einzige, was die in diesem Video exposed haben, ist deren schlechter Charakter, so. Mehr nicht. Ja, und im Endeffekt... Wenn ihr jetzt sagt, ey, die übertreiben oder sonstiges, wart ihr schon mal in der Lage, dass ihr gefühlt von ganz Deutschland gehatet wurdet? Wart ihr schon mal in der Lage, dass aus einer Mücke... Ja, schon, doch. Deshalb kann ich da tatsächlich am ehesten relaten. ...ein Elefant gemacht wurde. Wart ihr schon mal in der Lage, dass ihr random einfach beleidigt werdet, dass ihr Morddrohungen bekommt? Ich glaube... Ja, die Update-Geschichte ist ziemlich ähnlich. Ich glaube nicht. So, bei euch läuft alles perfekt und... Ihr müsst euch... Simex muss bestraft werden, aber nicht so auf eine Art und Weise. Für die Sachen, die er gemacht hat und nicht mit Leaks oder Drohungen. Lukas, nochmal, bist du Richter, Digga? Bist du derjenige, der sagt, so, ich bestimme jetzt in Selbstjustiz, wie Simex für mich bestraft werden muss. Ich bin jetzt derjenige, der tatsächlich Simex, ich darf jetzt bestimmen, wie Simex bestraft wird. Aber du oder? Nein! Hab ich gesagt, er hat das verdient, so und so und so. Ich kann mich über die Aktion äußern und ich kann sagen, dass ich das verurteile und ich kann sagen, dass ich das scheiße finde. Aber ich sag doch nicht gleichzeitig zu ihm, er hat Scheiße geworfen. Das heißt im Umkehrschluss, er muss dafür das und das. Ich habe eben als Joke gesagt, er hat dafür eine Faust verdient. Ihr wisst, wie ich das meine, wisst ihr, was ich meine so. Aber das heißt natürlich nicht, dass, ne, ich, Digga. Ich über gar nichts beschweren, ihr habt noch nie Cybermobbing erfahren. Natürlich habe ich viel Geld und sonstiges, kann mir irgendwelche krassen Sachen kaufen. Aber ich bin euch ganz offen und ehrlich, wenn ich dieses ganze Geld eintauschen könnte, danke, für Marc, ein normales Leben, ohne diesen ganzen Stress, ohne diese ganzen nervigen 12-jährigen Fanboys, die dann einfach random beleidigen, so, dann würde ich das auch machen. Direkt. Ja. Ohne zu zögern, Leute. Und im Endeffekt war es jetzt ein langes Video. Ich hoffe einfach, dass diese ganzen Menschen,
dadurch ein bisschen Einsicht zeigen und vielleicht ein bisschen. Das war gerade wieder ein Weird Flex. Den Menschlichkeit besitzen. So, es war vielleicht nicht cool, was ich gemacht habe, aber was ihr jetzt im Nachhinein aus der ganzen Sache macht, ist unmenschlich, um ehrlich zu sein. Das ist einfach nur noch Cybermobbing. In diesem Sinne, keine Ahnung, Mann, wie es weitergehen soll. Und ja, ciao. Kann man nur hoffen, dass sie diese Scheißgeschichte irgendwie klärt.